Jay? Jay, hey! Lass das! Sprunghi plus 1? Ah, okay! Wenn einer hilft, der dann... Oh, das ist gut. Wenn einer hilft beim Angriff, bei einem MP-Angriff, wird die einfach um eine Stufe verstärkt. Cool. Das ist gut zu wissen. Was ist hier gerade los? Old Man, was ist passiert? Verflixt, wir haben den Feind passieren lassen. So ein Monster hat die Welt auch aber noch nie zuvor gesehen. Oh nein, es tut mir so leid. Link? Ganon? Hilfe! Hilfe! Wir haben eine schwere Aufgabe, ich bin der Königsträger. Große Herausforderung weiche ich nie aus. Es sei denn, es geht darum, Monster zu bekämpfen. Wirklich jetzt. Und du so? Für meine Muskelpakete habe ich hart trainiert. Aber etwas Kampftraining wäre wohl auch nötig gewesen. Hilfst du dem König bitte? Ihr seid so flach, Martin. Moment! Hilf dem König. Oh. Na dann, hey. Ein Nervgeist. Oh, oh. Wir fangen erstmal an mit dem Streuer. Bevor hier mir der Jay gleich abschmiert mit einem Schlag oder so. Das wäre gut möglich. Wollen wir nicht. Und dann starten wir den Kampf. Falle wurde gelegt. Sehr gut. Jay macht Feuer. Auch gut. Kevin. Heiße Haue. Heiße Haue. Zack, 55 Schaden. Schön in die Falle. Und Kevin ignoriert den Angriff. Sehr schön. Sprunghieb. Einmal angeben. Zack. Nochmal angeben. Schön ins Gesicht. Inakzeptabel. Sehr schön. Zweiter Angriff hinterher. Feuer. Sehr schön. Kevin. Heiße Haue. Heiße Haue. Zack. Das Ding hat ordentlich Leben. Wie viel hat das noch? Ordentlich mal zu viel. Hast du was gezerrt? Oh nein. Gut. MP. Und dann machen wir einen Sprunghieb. Ah, 19 Schaden, Digga. What? Alter, ey. Jay, hau ihn weg, bitte. Dankeschön. 190 Gesichter. Sehr schön. Yay. Ganz neu gekämpft. Bevor wir jetzt den König ansprechen, ganz kurz. Ich habe was für die nächsten, oder generell geplant für mich auch, abschließend jetzt von gestern auf heute. Was ich in den nächsten Wochen gerne umsetzen möchte. Das kann natürlich ein bisschen noch dauern. Ich werde dazu noch ein Infovideo raushauen irgendwann. Aber erst einmal sollen wir mit dem König reden. Bonuserfahrungspunkte. Das bekommt... bekommen wir mal. Ein Teufelstörtchen. Lecker. König, alles klar. Der dunkle Fürst ist hier. Im Gemach der Prinzessin. Bitte hilf mir, ich flehe dich an. Sonst noch was, ihr beiden? Ah, super. Oh ja. Du bist ein Volldepp. Hallo, The Count. Du liebe Güte, was war das für ein Wesen? Das ist zu viel für mich. Hooray. Mami, ich habe Angst. Hilf mir her. Mampf, Mampf, Mampf.
Der dunkle Fürste Count hat mein Liebste entstellt. Er ist in Richtung Nachtmarturm aufgebrochen. Nachtmarturm. Und der ist wo? Oh. Wirklich? Da unten? Okay. Ich habe Angst. Aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Warte hier auf mich, Sophia. Wieso läufst du so komisch, Mann? Ich werde die Prinzessin retten. Mampf, Mampf, Mampf. Du siehst mir noch deine Nase. Ich dachte, zu Gesichtern gehören die Nasen dazu. Und anscheinend kannst du auch Geräusche machen durch deine Nase. Hey. Ihr Gesicht ist dort unten. Ah ja, gut. Ganz schön verwüstet das Ding, ja? Böse. Na? Tod könnte wohl auch Unterstützung gebrauchen. Ich dachte auch, daran ihm zu helfen. Aber erst in der nächsten Aufnahme gehen wir hier unten hin zum Nachtmarturm und werden dort das Gesicht der Prinzessin versuchen zu finden und zu retten. Das könnte uns ordentlich Pluspunkte geben. Und Toad auch, denn wir unterstützen ja Toad. Und nicht andersrum. Aber Leute, wie gesagt, ihr werdet die Infos bekommen in den nächsten Tagen, eventuell, wenn ich eine Zeit finde, das Video aufzunehmen mit meinem Plan, wie ich es vorhabe. Und natürlich müssen auch die anderen Let's Plays fertig machen, bevor ich den Plan überhaupt eingehen kann. Oder drauf eingehen kann. Dementsprechend, Leute, ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen und natürlich werden wir zum Ende erneut speichern und Ende drücken. Aber ich bin erstmal raus. Ich danke fürs Zuschauen und sage wie immer, es war eine wunderschöne Metopien-Mittwoch-Folge. Ich bin raus. Haut rein. Bis nächste Woche. Oder bis zum nächsten Livestream. Ciao, ciao.